to behave, you're too fucked up to make sense. You stop your tragedy spilling all over me. I used to like when you were alright, then I've grown tired, shot from the static, wells dried up. It's time to find the same. Condition while the line goes on. Hallo Leute, ja, da bin ich wieder aus dem Malz in der Schlange für die Fähre. Bis hierhin war echt nochmal richtig Drama, aber ach, cool, mein Auto hat, mich wieder eingesperrt und automatisch in den Parkmodus geswitcht. Okay. Ja, also, wie ging's weiter, nachdem ich das Auto geholt habe? Ich habe dann angefangen, meinen Kram zusammenzupacken und so Stück für Stück zum Auto zu bringen. Ich war so stolz, dass ich schon so lange in meiner Wohnung gewohnt habe und mich nie ausgesperrt habe. Und natürlich 10 Tage, bevor ich ausziehe, muss das noch passieren. Und zwar war ich glaube, das zweite Mal oder so dabei, Sachen rauszubringen. Habe die Tür hinter mir zugezogen und in der gleichen Sekunde gesehen, dass ich aus Versehen den falschen Schlüssel gegriffen habe. Es war nämlich dann der Schlüssel für die Wohnung von meiner Mama in Darmstadt. Ich stand erstmal da und wäre fast in Tränen ausgebrochen, weil mich der Tag eh schon total gestresst hat. Okay, ich bin jetzt aus dem Auto ausgestiegen, weil das nämlich angefangen hat, extrem laut zu piepsen, als wäre ich jetzt irgendwie ein Einbrecher oder sowas, keine Ahnung. Einfach weil ich drin sitzen geblieben bin, während das in den Parkmodus geschaltet wurde. Aber zurück zu der Story, als ich mich ausgesperrt habe. Es war natürlich jetzt Freitagabend, was heißt, der Hausmeister-Service war auch nicht mehr erreichbar. Dann habe ich es nochmal bei der Wohnungsgesellschaft versucht, aber die meinten dann halt auch, ich muss jetzt den Schlüsseldienst rufen und haben mir dann auch eine Nummer gegeben. Und dann habe ich den Schlüsseldienst angerufen und dann meinten die, ja, so in 20 bis 40 Minuten ist jemand da. Und dann habe ich halt gewartet und nach 50 Minuten war immer noch niemand da. Und weil ich es ja auch eilig hatte und irgendwie eh gestresst war, habe ich dann einfach noch einen anderen Schlüsseldienst angerufen. Der meinte dann, die wären in 10 Minuten da. Haben mir dann auch schon gesagt, dass es 100 € kosten wird. Und ja, aber kurz danach kam dann der vom Schlüsseldienst, den ich als erstes angerufen habe. Und der hat dann gemeint, ich soll schnell den anderen anrufen und wieder absagen. Denn sonst berechnen die mir auch eine Gebühr für die Stornierung. Zum Glück war das überhaupt kein Problem. Dann ist der mit mir hoch und haben halt ein bisschen gequatscht. Er wollte dann halt auch meinen Ausweis sehen, den ich glücklicherweise dabei hatte. Und war dann erstmal wieder voll überrascht, so 94? Ich wollte dich gerade fragen, ob du überhaupt schon erwachsen bist. Er hat mir dann die Tür aufgemacht und er meinte, eigentlich hätte es ein bisschen mehr gekostet, 125 oder so. Aber er hat es dann irgendwie auch für 100 gemacht und hat mir dann auch noch seine private Nummer gegeben. Meinte, für den Fall, dass ich mich nochmal aussperren würde, das wäre dann günstiger. Keine Ahnung, ob es dabei jetzt wirklich ums Aussperren ging oder ob es ein Flirtversuch war. Auf jeden Fall habe ich dann aber auch erwähnt, dass ich nach Kopenhagen ziehe. Von daher, ja, hat sich das erledigt. Dann war ich immerhin wieder in meiner Wohnung. Hab dann aber festgestellt, dass während ich auf den Schlüsseldienst gewartet habe, irgendjemand meine Sackkarre aus dem Treppenhaus geklaut hat. Ich meine, so weit weg stand mein Auto jetzt nicht von der Wohnung. Es war schon okay, aber am Ende, ja, mit dem Fernseher. Den habe ich dann halt irgendwie halb geschoben, halb getragen zum Auto. So, dann saß ich im Auto. Ich dachte, ich fahre vorsichtshalber lieber mal ein bisschen früher los. Und dann gebe ich die Adresse von der Fährstation bzw. von der Tankstelle, die hier in der Nähe ist. Weil mit den Malz-Autos kann man kostenlos bei Aral und bei Total tanken.
Auf jeden Fall habe ich die Adresse dann eingegeben und dann hat es mir eine Fahrzeit von, ich weiß nicht, über 3,5 Stunden oder so gezeigt, während mir Google Maps vorher so irgendwas um die 2,5 Stunden gezeigt hat. Heißt, meine Ankunftszeit wäre dann nach 6 Uhr gewesen und um 6 Uhr fährt meine Fähre ab. Ich meine, wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich mit dem Tagesticket auch spätere Fähren benutzen, aber halt nur, wenn noch ein Platz frei ist, während auf der Fähre um 6 Uhr ein Platz für mich reserviert ist. Dann erstmal schon wieder kurz vorm Heulen. Aber dann dachte ich, ja, dann schaue ich doch nochmal bei Google Maps, ob ich mich jetzt echt verguckt habe oder was da los ist. Hab's nochmal eingegeben und Google Maps hat mir nach wie vor etwas über 2 Stunden gezeigt und normalerweise würde ich definitiv dem Autonavi mehr trauen, aber weil mir in dem Fall besser gefallen hat, was Google Maps mir gezeigt hat, habe ich dann mich über Google Maps navigieren lassen und siehe da, nach knapp 2 Stunden war ich in Rostock und habe jetzt glaube ich noch knapp 1 Stunde Zeit, bis wir auf die Fähre fahren können. Dann hier angekommen, ist auch alles super ausgeschildert. Wenn man sein Ticket irgendwie auf dem Handy hat, dann kann man sich auch selbst einchecken. Das dauert ein paar Minuten. Und ich stand gerade vor der Schranke, habe mich eingecheckt, Schranke geht auf und das Auto will nicht mehr anspringen. Ich habe alles ausprobiert, so Bremse raus, Bremse rein, Handbremse raus, rein, Auto an, aus und ich stand da wahrscheinlich 5 Minuten, während andere Leute noch hinter mir gewartet haben und habe versucht, dieses Auto wieder anzukriegen. Letztendlich habe ich dann in der App nochmal auf Fahrtpause gewischt und es dann wieder entsperrt und dann war es auch wieder okay. Aber ich muss wirklich sagen, das ist jetzt schon mal so mein kleines Zwischenfazit, dass Miles-Autos für längere Strecken zu nutzen doch ein bisschen anstrengend ist. Ich habe zum Beispiel auch jedes Mal Angst, wenn ich in der App bin, dass ich aus Versehen auf Fahrt beenden drücke, was dann die Fahrt frühzeitig beenden, mir aber trotzdem den vollen Betrag abziehen würde. Einmal wäre es mir auch fast passiert, aber Gott sei Dank wird dann nochmal nachgefragt. Irgendwie, dass, keine Ahnung, plötzlich man nicht mehr losfahren kann, wenn man ein bisschen länger gestanden hat oder dass das Auto anfängt zu piepen, wenn man drin sitzen bleibt. Dass es immer nach ein paar Minuten automatisch in den Parkmodus schaltet. Möwen, mehr. Ich glaube, man sieht es auch im Hintergrund, dass es langsam anfängt, hell zu werden. Schön. Geschlafen habe ich heute Nacht übrigens so knapp 1 Stunde. Aber ich fühle mich gerade gar nicht wirklich müde. Aber ich weiß, dass es nicht gut ist. Also nicht nachmachen. Ich werde mir gleich auf der Fähre auch erstmal ordentlich Kaffee reinziehen, denke ich. Also irgendwie ist das echt kurios, denn auch für die Route hier in Dänemark nach Kopenhagen
zeigt mir das Autonavi einfach wieder eine Stunde länger als Google Maps. Weshalb ich mich wahrscheinlich wieder über Google Maps navigieren lasse.